Du. Schleichen. Im Regen sind Schritte weniger zu hören. Das perfekte Wetter, um sich an Monster anzuschleichen. Und um einen neuen Part zu starten. Yay, yeah, willkommen zurück. Und Link, wir müssen ganz schnell hier reinlaufen. Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben hier in dem letzten Part uns in diesem Tempelchen versucht. Haben den Stein dann da aktiviert durch Drehen von diesem riesigen Koloss. Und ja. Ja, da hinten die Feuerwand haben wir zuletzt gemacht, was ihr da sehen könnt. Da kommen wir zwar jetzt rein, dadurch, dass wir blaues Feuer da hinten gemacht haben, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Feuer auskriegen soll. Deswegen mal gucken. Ich muss hier, denke ich, mal die unsere gute Echse mal neigen. Oh, falsche Richtung. Oh nein, das war die falsche Richtung. Schrei doch bitte nicht so. Ich find's echt lustig, dass die Kisten dann natürlich auch so rumgedreht sind alle. Aber leider kann ich mit den Kisten noch nichts machen. Warte, wir müssen jetzt, warte mal, falls uns hier Gegner irgendwie, sich den erstmal aus und dann wollte ich einen Trank. Wir haben ja extra Tränke gebraut, auch glaube ich letzten Part, damit wir jetzt hier durchmarschieren können. Wir müssen nämlich jetzt nach außen. So, mal gucken, wir brauchen auf jeden Fall den Bogen. Können wir den schon mal besiegen, ja. Wir müssen das Ogre da treffen. Strike. Gut gemacht. Aufnahme? Ja, Aufnahme läuft. Gut. Das wollte ich nicht. Das ist jetzt nämlich doof. Weil hier komme ich doch jetzt gar nicht irgendwo ran. Ich bin da runtergefallen. Mist. Aber vielleicht kann ich mich retten durch die Neigung. Tatsächlich, ich konnte mich retten durch die Neigung. Ich wollte eigentlich neu starten. Auch gut. Ah, hier oben ist auch das Ding. Letztendlich müssen wir also sowieso hier raus. Genau. Den hier machen zu können. Aber noch funktioniert es ja nicht, weil wir haben noch nicht... Schickerstein erkannt. Steuerungseinheit kann nur nach Lösen aller Kontrollsiegel hochgefahren werden. Genau. Ich kam nicht auf den Namen. So. Mal schauen. Ist das etwa der Bosskampf, findet hier draußen statt? Ach du Schande. So. Ah, so kommt man noch an die Kiste. Okay. Was haben wir denn hier Schönes drin? Hoffentlich irgendwas, was wir mitnehmen können. Ein Ritterbogen. Gut. Können wir natürlich wieder nicht mitnehmen. Können höchstens den Ritterbogen gegen einen neueren austauschen. Ja, wofür ich den Stein da hinten irgendwie rausziehen kann, weiß ich noch. Also wofür ich den nutzen soll.
Also wofür ich das jetzt hier machen soll, weiß ich nicht. Weil der bewirkt ja nichts. Ja gut, wir haben nicht so viel Zeit. Exlein, neige dich bitte wieder. Ja, das Problem ist ja unser Trank. Wir haben bloß 5 Tränke und ja, wie gesagt, ich möchte zumindest mit diesen, innerhalb dieser 5 Tränke diesen Dungeon schaffen, also alle Kontrollsiegel. Ich bin halt nur doof runtergefallen hier draußen. Warum bin ich runtergefallen? Genau, wegen dem Loch, weil ich nicht auf das Loch da geachtet habe. Wow. Noch eine Truhe. Der Dungeon hat echt extrem viele Truhen. Antikerei-Aktor kehren. Danke. Den habe ich gebraucht. Jetzt können wir unser Stasis-Modul erhöhen. In Hateno. Da müssen wir sowieso als nächstes hin. Weil wir wegen dieser Lagerquest da, von der ich erzählt hatte im letzten, vorletzten Part. ETF, was? Puh. Warum komme ich hier nicht zurück? Oh Mann. Das ist echt ein ewiges Hin- und Herdrehen. Oh, aber es war gut, dass wir gedreht haben. Hier ist nämlich ein Kontrollpunkt. Super. Schickerstein erkannt. Kontrollsiegel. Fehlt nur noch ein kleines bisschen. Cool. Lass uns mal auf die Karte gucken. Ah, da draußen, das haben wir. Gut. Gucken, wir haben eins da hinten, das bei dem Schwanz, was ihr da seht. Jetzt auf der rechten Seite gerade, ganz hinten. Das ist das hinter dieser Feuerwand, die wir im letzten Part gesehen haben. Dann haben wir hier hinten noch links eins. Wie kommen wir denn da hin? Ich finde gut, dass die markiert sind. Hallo! Was sind das für Viecher? Ah. Au. Wo bist du? Okay. Ich gehe einfach mal hier rein und sehe, dass wir wieder im Hauptraum sind. Auch gut. Aber ich habe eine Idee, wie wir draußen zumindest vorgehen könnten, oder? Ich überlege gerade. Überlegen. Wie kommen wir denn jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall draußen, haben wir gesehen. Da brauchen wir blaues Feuer.
Wo kriegen wir das denn am besten jetzt her? Ich nehme an, von hier. Fackeln. So. Wobei, wartet. Ja gut, doch, wir müssen ja eh hier hochlaufen. Nein, nicht festhängen. Mist. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob diese Fackel reicht, bis wir draußen sind. Weil wir müssen ja ein ganzes Stück. Wir müssen nach draußen, dann müssen wir runterhüpfen. Und ich merke noch was anderes. Unser Trank ist fertig. Warte. Passt. Okay. Wo ist denn die Kugel jetzt hin? Weiß das jemand? So. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Kugel da rein muss. Ah, vielleicht deswegen da oben. Vielleicht kommt da die Kugel raus. Okay. Das Problem ist gerade, ich weiß nicht so recht, wo die Kugel landet. Weil das würde mir nämlich viel Die Kugel ist schon da unten. Tatsächlich. Die wurde da festgehalten. Und weil wir den hochgehoben haben, kamen wir daran. Super. Hat ja alles geklappt. Was war hier nochmal drin? Ein Knochenbockstock. Ja gut. Ist an sich nicht schlecht. Aber wir haben keinen Platz. Was auch das ist, was mich hier etwas nervt. Gerade. Oh, es ist eine Fackel, aber es ist eine andere Fackel. Wir hatten im letzten Part nämlich eine Fackel mit 4 Angriff und jetzt... Jetzt haben wir eine ohne 4 Angriff. Ha, komm her, Kontrollsiegel 4. Schickerstein erkannt. Noch ein Kontrollsiegel. Nur noch ein einziges, Bruder. Ja, ein einziges. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Denn das letzte Siegel ist hier. Also, ja, das letzte Kontrollsiegel ist genau hier hinter. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Feuer hier auskriegen soll. Das nicht nutzen. Ich kann dieses Modul nicht nutzen. Ich kann auch das nicht nutzen. Ich habe auch nichts, was ich hier
irgendwie dazwischen heben kann oder so. Na, so wie im anderen dann der den da, aber. Oder? Nee. Hä? Was ist denn da hinten? Achso, da war das Ding drin. Stehe. Ja gut, das Tor ist das einzige, was ich damit auf und zu machen könnte. Aber es bringt mir nichts, da war nichts drin. Ich kann hier halt auch nicht irgendwie eine Tür davon mitnehmen, da kann er nicht rausreißen oder mitnehmen. Da kann ich nichts mitnehmen. Also mir fehlt halt wirklich nur noch der eine Kontrollpunkt. Der liegt halt hinter dieser Flammenwand. Ich habe bei der Flammenwand allerdings. Keine Ahnung, wie ich das da machen soll, aber ich sehe gerade. Da oben! Ah! Gut, dass wir doch mal da lang gegangen sind. Ich darf die Dinger ja nicht berühren. Siehst du, dann passiert nämlich das. Danke, mehr wollte ich gar nicht. Und nach da oben! Ich möchte nicht, dass das da auf mich drauf fällt. Ha! Au! Ah, danke. Den kann ich natürlich bewegen, ist klar. Oder kann ich damit sogar vielleicht? Oder warte. Wohl. Oder. Ich überlege gerade, was wäre jetzt am schlauesten? Oder vielleicht. Nee, ich glaube, ich muss das so machen. So. Dann bewege ich den noch bis zu mir. Nicht so. Nicht so. Nein. Oh, Link. Hoch da. Rein. Fallen lassen. Jetzt vielleicht das Ding hier wieder die unser Echsenfreund drehen. Ja. Perfekt. Entschuldige, aber du musst ihn nochmal zurückdrehen. Schickerstein erkannt. Letztes Kontrollsiegel gelöst. Sauber. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an.
Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Aber bleib wachsam, Bruder. Danke. Ich war schon mal da oben. Auch sogar ausgegangen jetzt. Wie kamen wir jetzt da am besten hin? Ich glaube, durchdrehen und da hochklettern. Ja, und wir müssen halt jetzt überlegen. Falls danach kein Rücktritt schon, aber. Brauchen wir das noch? Ich denke mal, die Fackeln haben nämlich auch nur Haltbarkeit. So, wir haben es also geschafft, den Dungeon zu lösen. Das finde ich super. In der Theorie. Jetzt müssen wir natürlich noch... wieder nach oben, nach oben, nach oben. Ich weiß. La 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 la. So, scheinbar beginnt der, da oben haben die Steuerungseinheit haben wir schon gefunden vorhin und scheinbar beginnt dann auch der Kampf da oben. Ups. Also sage ich jetzt einfach mal, weil auch schon Partende ist, ob wir den Kampf da oben schaffen oder ob wir uns wieder anders vorbereiten müssen, so wie bei dem anderen Kampf mit dem Wasserfluch. Das sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Bis zum nächsten Mal und ciao.